Also, heute werden wir uns mal gemeinsam ein wunderbares Video von Torben Platzer angucken. Es wurde glücklicherweise aus der Community einmal vorgeschlagen. Daher herzlichen Dank erstmal an der Stelle für die Unterstützung. Und ja, das Video, da wird es dann letztendlich um Trading-Pakete von HKCM gehen. Wir werden also herausfinden durch den guten Torben Platzer, ob diese Produkte wirklich funktionieren oder nicht. Von daher würde ich sagen, Film ab. Setzen. Absolut. Bis gleich. Monate sicher schon mal gesehen, denn gefühlt ist Philipp Hopf mit seinen polarisierenden Aussagen auf jeder For You-Page. Dieses ganze CO2-Fußabdruck, wenn mich da Leute schon drauf anquatschen, was ist das für ein CO2-Fußabdruck, denke ich mir, Alter, lass mich in Ruhe mit deinem. Lass mich in Ruhe, ich steige jetzt in mein PJ und dann ab die Post. Gerede, wie indoktriniert und gehirngewaschen bist du eigentlich, ja? Die Clips stammen meist aus. Ja, aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Dem extrem erfolgreichen Du-Podcast, den er zusammen mit Kian Hoss führt. Aber auch sein eigener YouTube-Kanal ist alleine in den letzten 30 Tagen um knapp 100.000 Abonnenten gewachsen. Und da geht es um Finanzen, Kursanalysen und Trading. Denn genau das vermarktet er auch mit einer angeblich bis zu 70-prozentigen Trefferquote. Weshalb ich mich für dieses Selbstexperiment dort eingekauft und investiert habe, um zu schauen, was da. Was waren die Preise? Das war ein bisschen zu schnell Denn dafür. genau das vermarktet er auch mit einer angeblich bis zu 70-prozentigen Trefferquote. Weshalb ich mich für dieses Selbstexperiment dort eingekauft. Da hatten wir es. Altcoin. Um bei allen 15 Altcoins täglich auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt sich die tägliche Videoanalyse zu den schriftlichen Updates zu buchen. Aber die Ein Preise sind Monat. überschaubar, muss ich also auf den ersten Blick sagen. Und vor allem, und das finde ich schon mal nicht so schlecht, ohne das Produkt jetzt Voll. zu kennen und da eine Meinung zu haben, erst einmal nur von 70 oder 75% Trefferquote zu sprechen. Das ist immer noch sehr viel, also nicht falsch verstehen. Aber es ist eben nicht, wie es einige propagieren, 95, 99, 100%. Ne? Das ist schon mal eine andere Herangehensweise. Ja, und Preise, also wie viel sagt, also sorry, ne, aber für die Größe ist es ein Witz, ne, also geht völlig klar. Schauen wir mal, aber heißt der jetzt noch gar nichts, ne? Also nur mal Richtig. preistechnisch ist es sehr günstig, ja. Kauft und investiert habe, um zu schauen, was dahinter steckt und Philipp selber sogar mit einigen kritischen Fragen konfrontiert habe. Viel Spaß mit dem Video, abonniert den Kanal für mehr solcher Tests und kommt auf. Okay, er hat ihn konfrontiert. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Klingt für mich jetzt erstmal so, nachdem, dass es eher positiv wird. Aber schauen wir mal, ja. Und Sani, danke noch für dein Follow an der Stelle. Herzlichen Dank. Auf jeden Fall in unsere WhatsApp-Gruppe für immer weitere Updates. Da sind übrigens auch die Gewinner von unserem 400.000er Abo-Special zu finden, wo wir insgesamt 101 Artikel aus der Amazon-Retourenbox verschenkt haben und zukünftig werden auch alle Giveaways dort stattfinden. Wir gehen jetzt aber erstmal hier rein. HKCM, Hopf Klinkmüller Capital Management GmbH und Co. KG. Unsere Analyse, ihr Handelserfolg. Über 170 Märkte, Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Industriemetalle und Agrarprodukte. Und hier gibt's. Muss man auch erstmal sagen, ne? Webseite sieht auch gut aus. Also jetzt erstmal ganz objektiv. In dem Fall ein cleanes Auftreten. Produktpreise waren bisher auch in Ordnung. Also gucken wir mal weiter. Keine Meinung dazu, aber also sieht aber erstmal gut aus. Gibt es jetzt eine ganze Menge verschiedener Pakete. Bitcoin, Ethereum kosten 29,95 für einen Monat mit Videoanalyse nochmal 9,95 extra. Altcoins 59, 33 Technologieaktien 99 und Gold 24,95. Das Unternehmen besteht jedoch nicht nur aus den Namensgebern, sondern anscheinend auch aus eigenen Analysten samt einem. Aber Philipp Klinkmüller sieht man nie in den Videos, oder? Nee, ich glaube Was nicht. heißt der eigentlich, Hopf und Klinkmüller? Aber den habe ich jetzt noch nie live, glaube ich, vor der Cam gesehen, ja. Phantom. Vertrieb, Marketing, ein internes Journalistenteam, welches auch die Trading Room-Rubrik hier füllt, denn dort gibt es laut eigenen Angaben unabhängige und kritische Artikel über die jeweiligen Finanzmärkte. IT, Support und eine Buchhaltung. Hopf selbst spricht von 27 Mitarbeitern in dem Video und dass sein Bruder die Firma schon 2011 gegründet hat. Unter Charts findet man zwar eine Erläuterung, wie die gekauften Analysen dann zu lesen sind. Und es wird auch erklärt, wie der Member-Bereich und die Abos funktionieren. Aber es gibt irgendwie keine Einordnung, wie viel Kapital man für welches Paket benötigt und auch keine Empfehlung, welche Assets jetzt zum Beispiel für Anfänger geeignet sind und welche nicht. Ich habe jetzt von allem etwas. Ja gut, ich sag mal, ne, ich meine, Grundwissen, Basis sollte da natürlich schon vorhanden sein, wenn du sowas buchst, ne? Und das buchst du ja jetzt nicht als, ja,
Neueinsteiger, der jetzt gerade irgendwie seit einem Tag seine Videos schaut, sondern ich denke halt mal, dass der schon gezielt seine Abonnenten damit ansprechen will. Und das sind ja meistens dann schon Leute, die sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt haben und vielleicht dann ihre Ziele einfach nochmal ein bisschen maximieren wollen. Ja. Und von dem her finde ich, sowas muss jetzt nicht drinstehen, ne? Also was gibt es für einen Mindestbetrag als Voraussetzung? Das kannst du ja nicht pauschalisieren. Genommen, die gängigen, bekannten, vielleicht auch das, was Leute machen würden, wenn sie jetzt neu seine Videos schauen. Tech 33, DAX, Altcoins, Bitcoin, Ethereum. Cello Custom. Das Phantom von denen erinnert mich immer an die Typen, die am Wochenende im Swingerclub abhängen. Also Cello Custom, Was? du entwickelst dich hier zum Dorsch 2.0, ne? Oh, Also Alter. hätte von Dorsch kommen können, ey. Gold, Silber für monatlich 274,55. Warte, da hat man noch mal was. Tech-Aktien, DAX, DAX-Videoanalyse, Altcoin-Paket, Gold, Silber. Was Ja heißt, gut, wenn die der halt Videos, die er doch alles. on top gebucht hat, die kosten also auch nochmal Geld. Also es ist nicht nur so, dass man halt irgendwie Signale bekommt, sondern man muss halt zusätzlich, um die Videos auch zu erhalten, einen weiteren Betrag dafür Zehner ausgeben. on top. Das heißt aber, wenn man den Zehner nicht investiert, dann kriegst du einfach ein Schriftstück, so Art Newsletter-mäßig, oder Wirkt jetzt wie so, ja. darf man das verstehen? So, ne? Ja. Okay. Ja, du, aber hey, wenn das hochwertig ausgearbeitet ist, trotzdem, die Preise sind ein Witz, ja, dann. Etwas mehr als eine Woche ist vergangen und hier kommen die ersten Ergebnisse. Vorweg muss ich erstmal sagen, die Umsetzung ist bei HKCM eine ganz andere als bei allen bisherigen Trading-Experimenten. Okay. Beim Copy-Trading, also beispielsweise in der App Naga, suchst du dir ja einen Trader aus, den du kopieren willst, drückst dann einmal den Button und spiegelst automatisch alle seine gesetzten Trades. Bei Signalgruppen wie die von Leon TV oder auch Slavik, die wir getestet haben, bekommst du in der Regel drei Werte. Kauf und Verkauf. Von Sabarider habe das Altcoin-Paket mit Videos zum Black Friday für einen Monat abonniert. Und was sagst du, war gut? Oder Das würde mich was jetzt auch war mal interessieren. dein Absolut, ja? Was sagst du dazu? Verkaufspreis, Stop-Loss und Take-Profit. Die setzt du dann einfach selber in den Broker in dem Moment, wo du die Nachricht bei Telegram erhältst. Hier bekommst du jetzt aber für alle Asset-Klassen, die du ausgewählt hast, jeweils täglich eine schriftliche Chart-Analyse, zweimal in der Woche sogar in Videoform, weil wir dir dazu gebucht haben. Und bei Aktien jeweils die Trading-Bereiche, die Zielzonen, also um die Aktie von der Long- und Short-Seite her zu bespielen und sogar noch Mails bezogen auf das Depotmanagement. Bedeutet, wenn HKZ Also es ist in Ordnung. Also es ist einiges an, ja, Output. Es geht auch Also nur über das die Masse, Altcoin. ne? Also so ehrlich müssen wir, glaube ich, auch sein an der Stelle. Wenn man 25 Mitarbeiter hat, die wollen ja auch alle in der Regel gut bezahlt werden und fair bezahlt werden, dann muss man das also man hebelt das nur über die Anzahl der Abonnenten an. Das funktioniert das nicht. Das geht nicht. Absolut, ja. Das hat mir gerade nur den Ton verrissen. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Sag mal was. Test, Test, 1, 2, 3, Wetter Ja, ist gut. jetzt geht's wieder. Wetter ist super. Ah, warte mal, was war es von Lukas? Genau. Hatte das Altcoin-Paket mal einen Monat. Für mich hat es sich nicht rentiert, vielleicht einen schlechten Monat erwischt. Finde die Zielzone teilweise recht groß gesetzt. Okay. Ey, Dorsch, spar dir doch mal so Scheißsprüche. Weißt einfach nicht, wo die Grenze ist. Mann, ey. Ich glaube, Poseidon meint das nicht ernst. HCM selbst aktiv einsteigt, aussteigt oder die Position modifiziert, wird man darüber ebenfalls sofort in Kenntnis gesetzt, sodass man deren Performance seit Start der Pakete hier bei diesem. Das ist nicht schlecht, Ja, das stimmt. ne? Dass man so eine Zwischenbilanz auch sieht, weil ich meine, damit gibst du den Kunden ja noch mehr Trust. So, ne? Wenn du siehst, okay, ey, pass mal auf, seit Beginn haben wir Profit XY oder halt auch nicht, ne? Nicht schlecht. Diesen Musterdepots anschauen kann. Ist dadurch natürlich um einiges transparenter, erfordert aber auch eigenes Verständnis, weil man eben nicht nur ein, zwei Klicks macht, aber ich zeige euch das jetzt mal. Nehmen wir als Beispiel die Altcoin-Analyse von Chainlink vom 12.12. Ja, aber ich meine, guckt euch das mal bitte an. Das sieht echt, also wie gesagt, es ist ja auch kein Werbevideo oder ähnliches, ne? Also weder von Torben Platzer noch von uns. Wir gucken uns das jetzt das allererste Mal an. Ich habe noch nie diese Produkte in irgendeiner Form mir Ich auch nicht. angesehen oder ähnliches, aber auf den ersten Blick sieht das doch absolut durchdacht aus. Also es ist jetzt nur Kannst du ein nichts sagen. kleiner Ausschnitt, ne? Aber trotzdem haben wir Informationen, wir haben Bilder zu den Charts, wir wissen, in welcher Rubrik wir sind, das ist alles clean gehalten, null überladen. Es sieht erst einmal ziemlich solide aus. Definitiv.
letzten Jahres und die Mail kam auch noch um 12.23 Uhr. Hier sieht man jetzt den gekennzeichneten Trading-Bereich mit den sogenannten Box-Koordinaten im Chart samt der Erklärung. Dann geht man in seinen Broker, sucht den Coin und schaut, wo er aktuell steht im Vergleich zum Bild des Charts aus der Mail, weil in dem Fall war das ja eine Momentaufnahme von 9.33 Uhr. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil das ist bei vielen diesen Signalgruppen auf Telegram oder teilweise überteuert, dann irgendwie ein Signal, so ein hingerotztes am Tag bekommst, ja, halt oftmals der Unterschied, ne? Dass sie sagen, ey, du musst es genau so machen, siehst das Bild aber erst irgendwie 3 Stunden später und kriegst dann weder eine Erklärung rein, wie du es dann anpassen kannst oder was ist dann 3, 4 Stunden später, sondern du kriegst einfach nur so ein popliges Bild, wo nicht viel durchdacht ist, fast keine Informationen zu dem Trade, wie du den inserierst etc. Und da, also ja, wie gesagt, bisher echt, echt top. Ja. Sind wir dann noch in dem Trading-Bereich, öffnen wir die Position mit 1% unserer Bankroll, wie es Hopf in den Erklärvideos vorgibt, setzen Take Profit und Stop Loss. Wie viel Kapital wir investieren, hatte ich vor. Auch gut, ne? Also auch da kriegen wir scheinbar die ganze Palette. Das ist also nicht so, dass du einfach nur irgendwas an Kapital investieren sollst, sondern du kriegst auch noch das Thema Bankroll scheinbar erklärt, was ja extrem essentiell ist für den gesamten Markt. Vor allem dann, wenn man vielleicht sogar sich dazu entscheiden möchte, das scheint er ja noch nicht mal zu bewerben, Hebelprodukte zu benutzen. Und dann kriegst du also on top neben dem Entry auch noch einen Stop-Loss. Das ist doch erstmal nicht so schlecht, würde ich sagen. Vorher in der WhatsApp-Gruppe abstimmen lassen und die meisten wollten sehen, was wir in einem Monat mit 2500 Euro reißen, was mich an der Stelle auch zum Sponsor des heutigen Videos bringt. Damit Finanzguru, die einige von euch sicherlich von der Sendung Höhle der Löwen kennen und mittlerweile einfach 1,5 Millionen zufriedene Nutzer vorweisen können, kann man seine Finanzen nicht nur organisieren, sondern vor allem SubaRider schreibt nochmal, um jeden Tag für alle Altcoins ein Update zu bekommen, braucht man das Videopaket. Da nur dort immer alle Coins jeden Tag besprochen werden, würde sagen, dass es sich schon lohnt, vor allem wenn man Einstiege sucht und sie sagen, bis zu welchem Level circa die aktuelle Welle gehen könnte. Mhm. Ja, also ich meine, ich habe auch schon oft gehört, dass HKCM halt fast nur mit der Elliott Wave Theory arbeitet. Ich weiß nicht, hört sie jetzt auch wieder so ein bisschen danach an. Du, wenn die damit erfolgreich sind, ne, und das so seriös aufbauen, ey, dann go for it. Ne? Also ist stark, ist durchdacht, du merkst, da wird Geld investiert, da wurde Zeit reingesteckt, ne? Ich meine, da sind viele Mitarbeiter beschäftigt und ich meine, wenn du jetzt mal auf den Kanal, ne, so einfach mal trocken den Kanal vor Augen führst, da mal ein Video anschaust, merkst du ja auch, dass der Typ jetzt nicht auf den Kopf geflogen ist. Ne? Ja. Also die machen schon gute Arbeit, kannst du sagen, was du willst. Ne? Im Anfang des Jahres jetzt mal aufräumen. Erstmal noch kurz Pickel Mick oder wie man das auch immer ausspricht. Erstmal danke für dein Follow. Und Duke Michael hat gerade noch geschrieben, es ist aber nichts anderes als SK-Trading in diesem Video. Aber eigentlich machen es schon fast alle, inklusive mir, da sehr zuverlässig. Also auch hier haben wir scheinbar nochmal die Legitimierung für ähnliche Produkte. Also ne, das scheint erstmal auch nichts aus der Luft gegriffenes zu sein. Und damit scheint es auf den ersten Blick gar nicht so blöd zu laufen. Und Servus, du schreibst das erste Mal. Freut mich, dass du dabei bist. Unnötige Ausgaben durch irgendwelche Abos, die man eh nicht mehr braucht oder auch Verträge, einfach in der App kündigen. Teilweise mit einem Fingertipp. Die App ist dauerhaft kostenlos. Die Plus-Variante kostet 2,99 €, wofür man... Knetkopf, so sieht's aus. Mir geht es auch nur um Einstiege. Es ist immer noch eine Analyse und keine Glaskugel. Und für mich hat der kostenlose Content bis jetzt fast immer funktioniert. Klar, ne? Geht auch. Ich sag mal so, ne? Das ist ja oft auch für Leute, die das halt nochmal so ein bisschen auf die Spitze treiben wollen, die vielleicht doch zu faul sind, selbst zu recherchieren. Ne? Ich meine, das ist auch immer eine Zeitfrage. Und wie viel willst du selber da jetzt reinstecken? Ne? Und vielleicht, ne, lohnt sich das für mich mehr, da jetzt irgendwie einen Huni zu blechen und dadurch das Zeitersparnis zu haben, um vielleicht dann schneller zu dem Resultat zu kommen wie davor, wo ich viel mehr Zeit verschwendet habe oder so. Ne? Also das kann natürlich auch sein, dass es bei dem einen passt, der andere findet es scheiße, der eine hat vielleicht nur 50 Euro im Monat übrig, der sagt, ey, das ist doch Abzocke, ist viel zu teuer. Du kannst es halt eh nie jedem recht machen. Ne? Ich sag mal, du kannst auch ein Produkt für 9,99 € auf den Markt bringen und es wird irgendeinen Vollidioten geben, der irgendwo auf dem Dorfplatz steht und schreit, was es für ein Dreck ist. Ne? Mhm. Sowas brauchst du eh nicht ernst nehmen. So. Das ist halt leider so. Dann aber auch detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps erhält.
Also ihr könnt Leute kostenlos zurück zum Ende der Deals. Und erst als wir im Chat und dann sogar via Mail nachgefragt haben, gab man uns die Antwort, sie selber würden Forex.com und BitGet nutzen. Aber wisst ihr was? Das frage ich den Philipp jetzt selber mal. Genauso wie noch ein paar andere Dinge, denn das hier ist der aktuelle Stand. Wir haben 8 Positionen geöffnet, davon sind 2 geschlossen und das mit minimalem Profit. Deshalb will ich wissen, was kann man von einem Monatsexperiment erwarten? Sind wir vielleicht mit viel zu wenig Geld unterwegs? Beziehungsweise für wen ist denn diese Dienstleistung jetzt? Es gibt auch keine Affiliate-Deals, ja. Das ist richtig. Wieso nicht? Weil wir ein BaFin-lizenziertes Unternehmen in Deutschland sind und wer mal ein bisschen genauer hinschaut, wie das ganze Spielchen funktioniert und wer die Leute sind, die eben erstens mal die ganz vielen Trades anbieten, weil sie daran verdienen, durch das Volumen, das dann die ganzen Trader quasi anlegen, dadurch verdienen sie, also sind sie daran interessiert, möglichst viele Trades rauszugeben. Vollkommen abgesehen, ob das gute Signale sind, ob damit Geld verdient wird oder nicht, das ist scheißegal. Die wollen nur, dass viel Volumen generiert wird und dadurch verdienen sie. So, und diese Leute sitzen eben oftmals in Dubai oder in einfach außerhalb Deutschlands, wo es keine BaFin-Regulierung durch die deutsche Finanzaufsicht gibt. Und wir sind ein deutsches Unternehmen und wir sind ein reines Analysehaus. Deswegen sind wir vorsichtig damit, irgendwelche Hey, check mein Affiliate-Link-Geschichten zu machen. Wir sind auch nur Content-Provider von Forex.com, möchte ich auch nur sagen. Die nutzen wir selbst seit Jahren. Wir geben denen Analysen, weil die selber Analysen von uns generieren. Und deswegen haben wir gesagt, dann empfehlen wir die gerne weiter. Wir bekommen da aber keine Volumenbezahlungen oder solche Sachen. Ne? Finde ich gut, weil gerade auf einem Kanal, wo es ausschließlich, sage ich jetzt mal, oder viel ums Trading geht, auch beim Phantom oder bei dem ganzen Haus eigentlich oder bei dem ganzen Team, siehst du selten. Ne? Also ich meine, schau dir die ganzen reinen Trading-Kanäle an, wo nur geschrien wird, was als nächstes erreicht wird und unter dem Video hast du dann 20, 30 Affiliate-Links von gefühlt jeder Exchange, die es gibt. Und dann natürlich noch schön mit Hebel und sonst was. Also finde ich auf jeden Fall cool, ja, und wie sie da rangehen. Und ja, hau raus. Und ja, ich meine nur, ne, wenn sie BaFin lizenziert sind, dann hat da ja jemand durch, also die Sachen durchgeguckt. Man muss ja einen ganz schönen regulatorischen Wust erstmal durcharbeiten, um so eine Legitimierung von der BaFin, von der Finanzaufsicht zu erhalten. Das ist eben auch überhaupt gar keine einfache Thematik. Da haben sich ja schon größere Crypto-Exchanges und so weiter die Zähne dran ausgebissen. Das sollte man nicht unterschätzen und damit ist das noch viel also legitimer als vorher noch, ne? Seriöses Auftreten, günstige Preise bisher, kein Affiliate, kein Volumen und sie sind nur ein Analysehaus. Also das sieht doch schon mal nach einem ziemlich guten Grundgerüst aus, wenn man mal ganz ehrlich und einfach objektiv auf die Sache raufblickt. Ja, vor allem fallen mir da direkt ein paar andere Trading-Kollegen ein, die da natürlich nichts anbrennen lassen, ne? Also, ja, finde ich cool, ja. Und ja, das hat einfach mit der deutschen Gesetzgebung zu tun. Wir sind da viel strenger reguliert und deswegen können wir das nicht machen. Wie siehst du denn jetzt selber den Markt, sag ich mal, wenn man sich jetzt gerade das Thema Trading, Daytrading auch anschaut? Wir haben ja auf der einen Seite, ich würde jetzt mal so 3 verschiedene Positionen, sag ich mal, unterscheiden. Wir haben einmal das Copy-Trading, dann haben wir auf der anderen Seite, sag ich mal, Trading-Coaches, die halt Ausbildungen verkaufen, die teilweise aber auch noch gekoppelt sind an so Telegram-Gruppen, wo man dann irgendwelche Signale bekommt, ist oftmals ja auch so ein bisschen MLM hinter. Und jetzt gibt es sowas wie euch, also ein Analysehaus. Schau mal, wir kommen eigentlich aus dem traditionellen Finanzwesen. Das heißt, wir haben eigentlich angefangen, Banken zu beliefern mit unseren Informationen, mit unserem Content-Stream. Das heißt, Vermögensverwaltungen, Vermögensberatungen, das war eigentlich mal unser Kerngeschäft. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir wollen denen eine richtige Analyse geben, damit die auch verstehen, also damit die selber irgendwann mal nicht immer nur den Fisch zugeworfen bekommen, jeden Tag essen sie den Fisch, das ist ja das, was mit Signalen gemacht wird. Die Leute haben keinen blassen Schimmer, die müssen einfach nur den Knopf drücken und das war's, die lernen also nichts dazu. Und bei Grillmeister Dave, was ist aus deinem Trader geworden? Auch gute Frage, passt der gerade irgendwie zum Thema? Also ich meine, ich hatte es ja schon mal in einem Livestream erzählt, dass ich keine Ahnung, wie viele Trader schon in der engeren Auswahl hatte, mit denen gequatscht hatte, mit denen telefoniert hatte dann teilweise auch. Und ja, ich sag's dir ganz ehrlich, am Ende kam immer irgendwas raus, was mir nicht gepasst hat, beziehungsweise ich habe bei 99% von den Leuten am Ende immer gemerkt, die verdienen überhaupt kein Geld mit dem Trading, sie labern nur groß, sie reden nur
Blödsinn im Endeffekt und ihr komplettes Gerüst ist im Endeffekt nur Fake. Ne? Und mit so jemand arbeite ich dann halt nicht zusammen. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch gerade wieder jemanden in der engeren Auswahl, der einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Ne? Aber ja, mal schauen. Ne? So, das braucht echt Zeit. So, ich bin seit 2 Jahren an einem vernünftigen Trader dran. So, seit 2 Jahren bin ich dran, mit verschiedenen Tradern zu quatschen und es passt mir immer irgendwas nicht. Kann sein, dass ich zu hohe Ansprüche habe vielleicht, ne? Vielleicht ist es auch mein Problem, aber ja, bei den meisten war es wirklich nicht mein Fehler, sondern es hat einfach nicht gepasst. Ne? Das ist so die ehrliche, direkte Antwort, ja. Aber ich bin weiterhin dran. Ne? Bei uns gibt es die Erklärung, warum das jetzt so ist. In den letzten Jahren sind halt sehr viele Spieler hinzugekommen, die halt gemerkt haben, dass man da sehr viel Geld verdienen kann, wenn man beispielsweise über Affiliate-Links Leute anmeldet. Und das ist ein Riesengeschäft und deswegen ist dieses ganze Telegram-Gruppen oder sonstige Gruppen, ich finde es ja grundsätzlich gut, so ein Coaching zu machen, wenn das wirklich seriös ist, also wenn einem dort echt gezeigt wird, von der Pike auf, für die Art des Tradings. Wir sind ja beispielsweise eher Swing-Trader, das heißt, wir sind mehrere Wochen mal in dem Markt drin. Es ist eigentlich selten so, dass wir am Montag einsteigen und am Freitag wieder raus. Das gibt es zwar auch, wenn der Markt halt super schnell gelaufen ist, aber normalerweise ist es wirklich so, du hast eine Position, du machst die auf und dann bist du da durchaus, wenn der Markt mitspielt und weiter steigt. Kann sein, da bist du auch mal 3 Monate drin im Markt oder so. Ja? Dann nehmen wir natürlich auch deutlich mehr Gewinne mit. Ja, und das ist halt auch genau das, was deutlich besser funktioniert, wie dieses ganze Daytrading, schnell, schnell, hier rein, da rein, hier raus, bam, 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 am Tag irgendwie 30, 40 Trades. Das ist bei den wenigsten Leuten wirklich profitabel, ja. So auf einen Monat gesehen. Das ist halt einfach so, ne? Ich meine, es gibt so viele Statistiken auch, die das belegen, dass, wie viel sind das prozentual? 3% sind erfolgreich oder 2% oder irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Aber man kann es auch anders sagen. Der größte Teil ist nicht erfolgreich. So, das ist halt einfach Fakt bei den Tradern. Ja, ne? Ja. So, also ich würde sagen, für Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen wollen, zu investieren, ja, nicht Daytrading zu machen, sondern zu investieren, langfristig orientiert sind, sich auch in 5 oder 10 oder 15 Jahren noch Kapital zu erwirtschaften und als ein Vermögen aufzubauen, wie man das klassisch gemacht hat, aber eben nicht schnell, schnell, schnell. Für die sind wir die richtigen Leute. Wir sind jetzt eingestiegen und haben uns gesagt, wir nehmen jetzt mal eine Bankroll von 2.500 Euro, weil ich eine Umfrage vorher gemacht habe, wie viel Geld haben Leute eigentlich zum Investieren? Auch eine gute Frage. Da müssten wir wirklich schauen jetzt, welche Märkte bei den Aktien, würde ich sagen. Da geht es ja auch um den Preis. Ja, unsere Dienstleistung hat auch einen Preis. Und logischerweise sollte sich das Ganze amortisieren. Ja, also es sollte nach einem Jahr, da kann man auch nicht auf einen Monat rechnen, weil es gibt mal Monate, da gibt es auch mal keinen Einstieg, ja, sollte vielleicht auch gesagt werden. Es gibt auch Monate, da gibt es 8 oder 9. Das ist halt wirklich abhängig vom Markt. So, zu den Kosten, ich würde sagen, bei den Aktienpaketen, meine ich, sollte man schon so ungefähr 10.000 Euro zur Verfügung haben, um langfristig immer wieder, wenn neue Signale kommen, Einstiege zu tätigen. Und man sollte eine monatliche Sparsumme haben. Kann jetzt unterschiedlich sein. Ich sage, 300, 400 Euro sollten es auf jeden Fall schon sein, die man monatlich zur Seite legt, um sie weiter zu investieren, damit dieses Ding insgesamt auch wächst. So, das dazu bei Einzelmärkten, du hast Gold erwähnt. Ganz kurz, ne? Also das sind auch keine astronomischen Summen, die er jetzt hier gerade kommuniziert. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass er eben nicht über das Volumen Geld verdient, sondern weil er ein seriöses Produkt scheinbar versucht zu verkaufen für die Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen. Und das ist eben sehr gut zu hören, dass da halt keine astronomischen Summen oder eben auch extrem geringe Summen genannt werden, die dann eben versprechen oder den Anschein erwecken, dass man immer innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel Geld damit verdienen kann. Die Aussagen davor, dass teilweise eben mal einen Monat kein einziger Trade reinkommt, weil sich keine Position anbietet. Und auf der anderen Seite kann es aber sein, dass man mehrere Positionen im Monat hat und dann teilweise eben auch mehrere Monate in dem Markt bleibt. Das ist ja alles schon mal, also muss ich leider so sagen, seriös, ne? Also was heißt leider? Ja, ich meine, stimmt. Man kann ja Props geben. Ja, so, ja. Ne? Wrong word, ja, ja. Und ich meine, für viele wird das aber trotzdem astronomisch sein, diese 10.000. Weil viele haben ja schon Probleme, sage ich mal, irgendwie sich 500.000 Euro wegzusparen. Die hören wahrscheinlich diese 10.000 Euro und sagen sich, boah, was, 10.000 Euro, der will mich doch verarschen. Ne? Aber auf der anderen Seite spricht das ja eher für ihn, dass er so ehrlich ist und sagt, ey, bei den Aktien, sage ich dir ganz ehrlich, da brauchst du 10.000.
Darunter lohnt sich's nicht, ne? Ja. Weil wir reden ja auch von Prozenten im Jahr, da reden wir dann irgendwo zwischen 3, 4, 5, 6% vielleicht. Und da kommst du halt mit 500 Euro nicht weit, ne? Wo stehst du denn da am Ende vom Jahr? Und deswegen finde ich gut, dass er so ehrlich ist, sagt, ey, du brauchst 10.000, im besten Fall dann auch noch irgendwie 300, 400 im Monat zum Nachschießen, ne, damit du da auch vernünftig, kontinuierlich dir wirklich auch ein, ja, Kapital irgendwo aufbauen kannst. Von dem her, ja, finde ich auch von den Zahlen her, ja, würde ich nicht anders sehen, ne, wenn wir jetzt nochmal vom Aktienmarkt sprechen, von der Summe ungefähr. Ne. Klar, monatlich braucht man jetzt vielleicht nicht 300, 400, da tun es vielleicht auch schon 100 oder 200, aber ich denke mal auch, dass sein Publikum auch eins ist, ne, da reden wir von Ü40, Ü40, Ü50, Ü60. Da sind Leute, die stehen mitten im Leben. Viele sind schon pensioniert und verdienen Kohle, haben Kohle. Und da, ja, denke ich, ist das kein Betrag, der sie umbringt oder den Zacken aus der Krone bricht. Von dem her finde ich ganz gut. Und Lukas Mie, danke dir für dein Prime. Schon seit 3 Monaten hier im Start. Danke dir auf jeden Fall. Korrekt. Oder Silber oder keine Ahnung, der DAX-Index, da kann ich ja schon mit sehr geringen Beträgen handeln. Ich kann quasi mit einem CFD-Konto schon 0,1 Kontrakte handeln, das heißt 10 Cent pro Punkt beim DAX. Da reden wir nachher durchaus, dass du sowas mit 2.500 Euro machen kannst, weil du nachher ein Risiko pro Trade hast von, keine Ahnung, 50, 100 Euro, so ungefähr rum. Es gibt Kunden bei uns, die eben das Ganze Nils 23, die haben extrem viel junges Publikum. Ja, gut, ich meine, wahrscheinlich hast du genauso wenig wie ich die Analytics von ihm, von seinem YouTube-Studio gesehen. Leider nicht. Aber ich meine, wenn ich schon, sag mal, 38% über 35-Jährige habe und er ist deutlich älter wie ich, denke ich, sind da schon mindestens 50% oder so, ja. Aber natürlich hat er auch viel junges Publikum, ist ja ganz klar, ne? Ich denke, so gerade die Generation 18, 19, 20, die werden gerade so in der heutigen Zeit dann noch viel mehr mit Krypto, mit Aktien, mit, ey du, wir reisen ab, wir wollen uns was aufbauen, wir wollen Business starten, ne? Viel mehr damit konfrontiert, wie es damals zum Beispiel in meiner Zeit war, ne? Als ich 18 war, so, da gab es auf YouTube keine Krypto-Kanäle, da gab es nicht 1000 Aktienkanäle, da wurde nicht überall an jeder Ecke gesagt, ey, du musst investieren oder so. Das war einfach noch eine ganz andere Zeit, ne? Und das, ja, aber ist ja gut, ne, dass es sich so verändert hat. Von dem her, denke ich, hat er ein breites Publikum auf jeden Fall. Ja. Hebeln und sehr erfolgreich handeln, die machen durchaus 15 oder 20% im Monat. Ja, gibt es. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich halte mich stringent an diese 1%-Regeln. Ich will ein möglichst geringes Risiko. Und die kommen dann halt in einem Jahr oder nach einem Jahr mit, keine Ahnung, 18, 19% raus. Und das ist aber schon so der Durchschnittswert, den ihr auch über die Jahre gehalten habt. Das streben wir selber auch an, ja. Weißt du, wir machen ja nachher nicht das Trading für die Leute, sondern wir machen die Analyse für die Leute. Was die Leute mit der Analyse machen, das ist ihre Sache. Das können wir auch nicht überprüfen. Es gibt, wir haben auch, weißt du, wir haben den Bäcker von nebenan, der ist unser Kunde, und wir haben den Mittelständler, der 30 Millionen auf dem Konto hat, und der ist unser Kunde. Also die haben unterschiedlichste Vorstellungen und unterschiedlichste Möglichkeiten des Kapitaleinsatzes, wie viel jeder bereit ist, an Risiko zu gehen. Das haben wir exakt einen Monat lang gemacht, denn gekauft wurden die Pakete am 7.12. und jetzt nehme ich das Fazit am 7.1. auf. Bevor ich euch jetzt alle Trades und das Resultat zeige, um die Frage zu beantworten, ob wir annähernd an die 70%ige Trefferquote herangekommen sind, möchte ich vorweg aber noch Folgendes loswerden. Unser Video hier beschäftigt sich nicht mit der Person Philipp Hopf, einschließlich seiner polarisierenden Aussagen, sondern beleuchtet lediglich die gekauften Trading-Pakete von Koradesh, danke dir für dein Follow. HKCN. Dass sein Marketing samt der Ausschreibung und Vergütung für die Erstellung von Kurzclips natürlich einen wesentlichen Einfluss auf seinen Social-Media-Erfolg haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wir haben gerade von unserem ersten Tate-Video damals gelernt, dass wir bei diesen Experimenten, wo es um eine Dienstleistung oder ein Coaching geht, die persönliche Meinung komplett rauslassen, damit es wirklich neutral und objektiv bleibt. Das heißt, auch zukünftig wird es nie bei uns sowas geben wie, ja, das Ergebnis ist zwar positiv, aber die meisten mögen die Person ja nicht wegen diesem oder diesem Grund und deshalb bashen wir das jetzt, weil so ein Framing vorweg für uns einfach keinen Mehrwert darstellt. Wir testen, was wir im Internet sehen und oder was ihr uns einfach zusendet, sprich was einfach eine allgemeine Relevanz. Koradesh abonniert hier mit Prime, das lobe ich mir, der Hype Train ist gestartet, tut tut. Danke dir auf jeden Fall. Wanns auf
meine Relevanz auf allen Timelines da draußen genießt. Ich hatte mir im Vorfeld zum Beispiel auch diese ganzen Trustpilot-Bewertungen angesehen, die mit 2,4 Sternen einfach mangelhaft ist. Jedoch sie im ersten Part dann nicht mit reingenommen, weil wenn man mal runterscrollt und die Comments liest, dann ist auch da oft der Grund irgendwelche Aussagen aus dem Podcast, politischer Natur und so weiter und eben nicht die reine Performance der HKCM-Pakete. Aber die bekommt ihr jetzt von uns. Insgesamt haben wir 20 Trades platziert und 12 davon wurden ausgelöst. 6 sind mit Profit geschlossen, bei 3 wurde der Stop-Loss getriggert und 3 sind... Somit ergibt sich derzeit bei dem Krypto-Paket ein Profit von 3,74 Euro, wo die Gebühren schon mit einberechnet sind. Beim DAX-Index allerdings ein Minus von 2,10 Euro, mit Gebühren sogar minus 9,28. Dabei muss man bedenken, und Philipp hat das ja auch im Interview erwähnt, dass 2.500 Euro eindeutig zu wenig Kapital sind für diese Art der Trading-Analysen. Weil wir haben ja pro Trade nur ca. 25 Euro gesetzt und 30 Tage reicht wahrscheinlich auch nicht. Denn rein von den Zahlen her dürften wir prozentual ja nur die geschlossenen Trades betrachten. Da stehen wir jetzt mit 6 zu 3 bei 66%iger Trefferquote. Also gar nicht so weit weg von den 70. Aber beispielsweise von den Aktientrades wurde einfach noch kein einziger getriggert. Und bei Gold, Silber gab es von HKCM den ganzen Monat über kein einziges Tradingfenster. Unser Vorschlag ist daher, wir werden das Kapital aufstocken und einfach mit den Paketen, die euch am meisten interessieren, also schreibt es gerne unten rein, das Ganze extra. Ja gut, ich sag mal so, ne, wenn du jetzt das Silber- oder das Goldpaket buchst für einen Monat und da kommt 4 Wochen lang gar nichts, finde ich, sollte man dann vielleicht einfach sagen, du, wenn in einem Monat kein Content hier passiert, dann kriegst du dein Geld zum Beispiel wieder zurück. Ne, weil ich meine, was juckt das die, wenn du da irgendwie die 12,98 Euro wieder zurückgebucht bekommst? Der Kunde wird dann höchstwahrscheinlich eh den nächsten Monat wieder mitnehmen. Und das Guthaben wird sich dann ausgleichen, weil klar, das finde ich jetzt nicht so cool. Natürlich, klar, sie sagen auch dazu, ey, es kann auch mal ein Monat sein, da passiert hier nichts. Aber ich bin schon der Meinung, wenn du einen Betrag zahlst, dann muss da zumindest einmal im Monat irgendwas passieren. Ne? Ja, bin ich auch bei dir an der Stelle. Und danke übrigens, aber, Elbe, ja. Trisch, für dein Follow an der Stelle. Ich weiß halt nicht, ob... Ja, das ist halt, glaube ich, immer so die Frage, ne? Ob dann halt nicht doch dann noch irgendwie am Ende einer gekommen wäre und ob du dann nicht sowieso immer nicht von vom 1. bis zum 31. oder 30. die Abrechnungsmonate hast und so. Ich glaube, das könnte halt aufwendig sein, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Aber, und das muss man halt auch denen zugutehalten, wie du schon gesagt hast, sind halt transparent und sagen, das gibt es halt. Und wahrscheinlich findet man das auch in den FAQs und in den AGBs und wo auch immer. Ja, halt. Ne? Also von daher kann man denen jetzt erstmal auch keinen Vorwurf machen an irgendeiner Stelle. Oder wie Grillmeister sagt, wenn du da Pakete buchst, dann halt für ein Jahr direkt, macht auch Sinn. Ne? Gerade wenn du eh jemand bist, sage ich mal, wo es gut vorkommen kann, dass vielleicht auch nur alle 6 Wochen mal irgendwas reingepostet wird, wie bei Gold oder Silber. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch ein Markt. Ja, also da kann ich schon verstehen, dass da eher weniger kommt, ne, im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Altcoin-Analysen etc. Da ist natürlich deutlich mehr Bewegung. Da ist deutlich öfter, sage ich jetzt mal, irgendwas, wo du in den Trade gehen kannst. Ja. Aber ja, sowas finde ich dann vielleicht auch eine Option. Bei Gold oder Silber dann einfach das Paket aufs Jahr, weil man schon weiß, ey, es ist gut möglich, dass auch mal 1-2 Monate relativ wenig passiert. Ja. Aber ja. Schauen wir mal, was er noch sagt. Assistenten weitermachen und nach 6 oder 12 Monaten ein Resümee ziehen. Gerne Feedback dazu. Ansonsten gibt es die Updates auch immer in der WhatsApp-Gruppe. Checkt den Sponsor des heutigen Videos nochmal ab. Mit dem Code, wie gesagt, könnt ihr das Ganze 3 Monate kostenlos testen. Wir hoffen, wie immer, es hat gefallen. Lasst gerne ein Like da. Lasst uns unten diskutieren, aber bitte mit Niveau. Keine Beleidigungen und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Unser Feedback, Fazit, ja. Also solides Ding, ne? Also kann man jetzt wirklich nicht viel Negatives oder so sagen. Ich fand das Paket in allem, wie gesagt, durchdacht. Man merkt, da ist viel Zeit reingeflossen. Man hat da ein vernünftiges Konzept gemacht. Ne? Es stecken viele Leute auch mit drin, die da supporten, unterstützen, mitarbeiten und alles. Also finde ich völlig legitim und kann man meiner Meinung nach definitiv mal ausprobieren, ja. Ja, da bin ich absolut bei dir. Ne? Also das Auftreten, das passt, glaube ich, ziemlich gut. Es sind noch ein paar Informationen für mich geflossen, die ich vorher nicht in der Form wusste. Ich fand das auch gut, dass einfach Personen
und die Produkte voneinander getrennt worden sind. Das muss man auch ehrlicherweise voneinander trennen, denn die Produkte, die sie scheinbar gemeinsam aufgebaut haben mit einem relativ großen Team, ja, die scheinen Substanz zu haben. Und ich würde vielleicht abschließend noch sagen, dass wahrscheinlich ja Altcoins oder ähnliches natürlich deutlich mehr Signale bekommen potenziell als eben ja, Tech und so weiter oder Aktien im Allgemeinen und man dann trotzdem halt individuell gucken sollte, ob das überhaupt etwas für einen ist. Na, also das Thema Trading an sich ist ja schon nicht so einfach und vielleicht ist man gar nicht der Typ dafür, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Option mit sehr spannenden Produkten, die ein seriöses Auftreten haben. Aus Deutschland entsprechend lizenziert. Von daher gebe ich da auf jeden Fall auch eher meinen Daumen nach oben und sage, das kann man sich durchaus mal ansehen. Definitiv, ja. Auf jeden Fall cooles Video von Torben. Gute Arbeit. Und wir warten natürlich gespannt auf das nächste. In diesem Sinne, Däumchen hoch da lassen, eure Meinung dazu rein. Bald. Bis bald.